Hi Leute, Donnerstag gab es leider kein Video. Ich hatte es einmal kurz auf Instagram gesagt, aber beschlissen. Mama ist zurück. Sie ist zurück. Mama ist zurück mit dem hottesten Shit ever. Und zwar die erste deutsche Beauty-Bloggerin, Vloggerin, egal wie ihr mich nennen wollt. Ich teste für euch die Huda Beauty Palette. Die neue, die heißt. Direkt Deabo. De-Abo. Und zwar ist es die Huda Beauty Desert Dusk Palette. Ich war, wie ihr wisst, eine ganze Woche unterwegs. Und als ich weg war, hat mein lieber Husband mir ein Video geschickt. Und zwar von diesem Schmuckstück hier. Ich habe von Huda Beauty die Palette zugeschickt bekommen. Ich habe mich mega gefreut. Also ich würde sagen, packen wir es aus. Die Palette geht so auf. So, und dann haben wir links ein Bild von Huda und rechts ein Bild von Huda. Finde ich sehr, sehr geil. Also ich glaube, die Palette wird tatsächlich, also das ist, meine ich, die Blogger-Version. Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus. Und wenn man die Palette rausnimmt, das ist übrigens die Palette. Die Verpackung ist mega nice. Gibt es, es wird euch wahrscheinlich blenden. Also im Hintergrund ist ja eine Wüste und da haben sie dann halt Sand reingepackt. Also mega coole Idee. Sehr, sehr schön. Ich hatte es auch auf Instagram gezeigt und das ist die Palette. Diesmal ist die Palette nicht durchsichtig, sondern es ist Hudas Gesicht drauf. Fühlt sich, also es ist halt Pappe, man kann den Druck spüren. Es ist sehr, sehr shiny. Das hatte sie ja auch mit ihren 3D-Highlighter-Paletten, ne? So, dass man so diese Schimmerige sehen kann, was ich sehr, sehr geil finde. Ich persönlich, das ist aber nur wirklich persönlich meine Meinung, ich mag es nicht, wenn immer ihr Gesicht drauf ist. Also ich, klar, Huda Beauty, sie vermarktet das, aber ist jetzt nur meine persönliche Dings. Also ich glaube, dass das andere richtig geil finden. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn immer nur mein Gesicht auf den Produkten wäre. Aber gut, egal. In der Palette sind 18 Lidschatten und die ist eigentlich, ja, also wenn man es aufmacht, auf der Seite ist ein Spiegel, den zeige ich euch jetzt nicht, weil das sicherlich euch blenden wird. Kann ich das so umknicken? Ich versuch's mal. Auf jeden Fall ist dann hier nochmal auf den Lidschatten die Augen von Huda drauf, sprich wie so eine durchsichtige Schablone. Also mega nice. Und die Farben sind richtig krass. Zu der Palette kam noch diese Info, welche Lidschatten was sind. Also es sind 2, 4, 6, 8. Also es sind 8 matte Lidschatten. 3, 4 sind hier oben. Der 5. ist hier rechts. Dann ist Amethyst, dieses Lila noch matt. Dann Saffron. Ich hoffe, ich spreche das alles auch richtig aus. Und Blazing, das ist auch matt. Das sind die 8 matten Lidschatten. Also die sind verteilt in der Palette. Dann gibt es noch 6 Pressed Pearls Lidschatten. Das sind High Shine Shimmering Pearl Formula. Kann man auf matte Lidschatten drauf tun. Also wie so ein Topper, könnte man sagen. Und zwar ist es Nefertiti. Das ist ein Pressed Pearl. Royal ist Pressed Pearl. Turkish Delight ist eine sehr geile Farbe. Angelique ist auch ein Pressed Pearl. Und Kashmir, das ist noch ein Pressed Pearl. Blood Moon. Das ist auch ein Pressed Pearl. So, dann gibt es noch 3 Duochrome Topper. Blend the Light Shifting Formula into the Base. Okay, Shadow with Brush or Plywood. Also man kann die Farben dann mit einem Pinsel oder mit den Fingern auftragen. Und zwar ist es die Farbe. Das ist ein Duochrome Topper. Also Duochrome ist ja, wenn die Farben dann so verschiedene Farben schimmern, was ich auch immer sehr, sehr gerne mag. Das ist ein Duochrome Topper und Twilight. Und Twilight möchte ich heute unbedingt benutzen. Also ich weiß noch nicht, was für einen Look ich schminke, aber das will ich unbedingt auf meinem Auge haben. Und dann gibt es noch ein Pure Glitter und das ist Cosmo. Und das ist der hier. Der schimmert halt in so Rot, Orange, Gelb, Gold. Mega nice. Also das ist dann wirklich, kann man dann auf seinem Lid komplett auftragen. Finde ich sehr, sehr cool. Cool, das sind so die 18 Farben. Ich nehme meine Standard-Lidschatten-Base, die von MAC. Meine, die Lidschattenpalette soll wie die andere $65 kosten und gibt es dann über Sephora.com. Ich weiß nicht, wann es die dann bei uns im Sephora geben wird, im Online-Shop bei Galeria Kaufhof. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Um meinen Lidschatten zu setten, was ich immer mache, eigentlich nehme ich von MAC da immer die Farbe Blank Type. Den habe ich schon seit
ich mit YouTube, glaube ich, angefangen habe. Desert Sand sieht so ein bisschen gelb aus. Ich versuche mal damit meinen Lidschatten zu setten. Ja, aber das geht. Ein bisschen dunkler, aber ist okay. In der Palette gibt es keine Farbe, die man sich direkt unter die Augenbraue als Highlight auftragen kann. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Meistens nehme ich eh immer den Highlighter, den ich auf mein Gesicht auftrage. Meistens. Der Spiegel in der Palette, der ist sehr, sehr hochwertig und groß. Der ist fast so groß wie die Palette. Das heißt, man hat echt einen richtig schönen, anständigen Pinsel. Spiegel in der Palette. Die nächste Farbe ist die Farbe Eden mit so einem schönen fluffigen Blendepinsel. Die Farbe gebe ich direkt in meine Lidfalte so ein bisschen rein, da drüber, drunter und verblende das komplett. Also soweit lassen sich alle zwei Farben sehr gut verblenden. Gut mit der hellen Farbe kann man in die Farbe was falsch machen. Die Farbe Eden könnt ihr sehen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mit dem Pinsel reingehe. Kann man aufbauen. Wird immer intensiver und lässt sich gut verblenden. Die Farbe Eden, also mit der ich gerade arbeite, die krümelt. Was ich persönlich nicht schlimm finde, ich weiß, dass viele damit immer ein großes Problem haben. Ich persönlich nicht, also finde ich gar nicht schlimm. Möchte auch unbedingt dieses Orange ausprobieren und zwar ist das Blazing. Die gebe ich direkt auf dieselbe Stelle auf. Die hat ein bisschen weniger Farbabgabe als Eden, also die Farbe davor und krümelt auch ein bisschen weniger. Bis jetzt habe ich nur matte Lidschatten benutzt. So mache ich jetzt auch erstmal weiter. Und zwar nehme ich die Farbe Saffron. Oh, das ist sehr pigmentiert. Schaut mal. Also ich habe sehr viel Produkt auf meinem Pinsel. Und das könnt ihr ja auch sehen. Okay, also ich muss auf jeden Fall was abklopfen. Die Farbe versuche ich... Oh ja, guck mal, wie pigmentiert das ist. Natürlich auch die Frage, lässt es sich gut ausblenden? Also da nehme ich auf jeden Fall einen kleineren Blendepinsel und versuche die Farbe so an meinem Augenaußenwinkel aufzutragen. Also hier muss man tatsächlich vorsichtig sein, weil man sehr, sehr viel Produkt auf seinen Pinsel bekommt. Auch die Farbe lässt sich gut ausblenden. Hier ist es ein bisschen fleckig, aber das ist okay. Man braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber ein schönes, sattes Rot. Einige werden mich sicherlich fragen, hast du einen Vergleich zu der anderen Palette von ihr? Ich muss sagen, dass ich es noch nicht geschafft habe, so sehr mit ihrer ersten Palette zu arbeiten. Aber ich muss sagen, vom Geschmack her trifft die bei mir eher zu. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das sind dann doch eher Farben, die ich mehr trage. Auch wenn ich so lila und so nicht so viel trage. Aber ich weiß nicht, vom Hingucken her finde ich die irgendwie cooler. Aber das ist jetzt nur mein Geschmack. Also mit dem Rot, mit der Farbe Saffron, braucht man ein bisschen länger, um das gescheit zu haben. Aber nicht deutlich schlecht oder schlimm oder so. Es geht. Also die Farbe lässt sich trotzdem gut verblenden. Das ist jetzt das Ergebnis mit den Farben. Ich gehe nochmal in die Farbe Blazing und gehe nochmal über alles drüber. Ich nehme meinen Kat Von D Concealer und zwar diesen ganz weißen. Wir sehen schneeweiß, also weiß wie mein Pullover. So, dann nehme ich nochmal den Pinsel, mit dem ich auch meinen Lidschattenprimer aufgetragen habe und mache jetzt sowas wie so ein Cut Crease. So, das finde ich schon sehr nice. Okay. Jetzt arbeite ich mit einem Duochrome Lidschatten und zwar Twilight. Und hier steht, man kann das mit einem Pinsel machen oder mit dem Finger. Wenn man es mit dem Finger macht, dann hat man ein krasseres Ergebnis, was auch eigentlich immer so ist. Gehe ich erstmal mit dem Finger rein. Schön, oder? Ich könnte es auch mit dem Pinsel so ein bisschen in das Rot verblenden. Ich nehme dann nochmal meinen Blendepinsel und diesen roten Lidschatten, kleines bisschen, und verbinde jetzt beide Farben. Also ich gehe so in Twilight rein. Twilight habe ich die letzte Folge nie gesehen. Das war mir dann doch alles ein bisschen zu langatmig, obwohl ich ein Twilight-Fan war. So, ich mache mir jetzt kurz die Wimpern und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, die Wimpern kleben. Ich habe mir noch einen Lidstrich gezogen und zwar fast dieselbe Farbe wie dieser Lidschatten und zwar ist von Urban Decay so ein Liner. Ich verlinke euch den in die Infobox. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem unteren Wimpernkranz. Und da habe ich tatsächlich keine Ahnung, was ich mache. Ich will es ein bisschen spaßiger haben, einfach um ein paar coole Farben auszutesten. Ich nehme jetzt einfach Amethyst, dieses Lila. Ist auch ein matter Lidschatten. Lila ist schwer, finde ich. Also einen guten lilanen Lidschatten zu bekommen ist... Also ihr könnt sehen, es ist nicht direkt
zack, boom, pigmentiert. Also man muss es definitiv aufbauen. Zweite Schicht. Ich gehe jetzt das dritte Mal in die Farbe und ich mache auch so, klopfe auch nichts ab und drauf. Also 2-3 Anläufe braucht man auf jeden Fall. Es kommt halt natürlich auch immer darauf an, wie intensiv möchte ich eine Farbe haben. Ich mag meinen unteren Wimpernkranz immer ganz doll ausgeblendet, also auch gerne tiefer, aber das natürlich auch alles Geschmackssache. Die Farbe Amethyst braucht ein bisschen länger. Die Farbe lässt sich gut ausblenden, aber sie ist nicht so stark pigmentiert wie zum Beispiel das Rot. So, damit das Ganze so abgerundet wird, nehme ich nochmal die Farbe Amethyst. Saffron, entschuldige bitte. Und die Farbe gebe ich so da drauf, da drunter. Nehme mal so einen kleinen Synthetik-Blendepinsel und gehe in diesen goldenen Lidschatten, das ist übrigens ein Pressed Pearl. Also so trocken sieht man nicht viel. Ich habe nochmal Farbe aufgenommen mit dem Pinsel und sprühe das mal an. Da ist sie doch. Also nass klappt es auf jeden Fall besser. Also ich bin mega zufrieden mit der Palette, muss ich sagen. Ich finde sie gut, auf jeden Fall. Sie ist sehr teuer, aber man hat halt 18 Lidschatten. Man müsste halt jetzt tatsächlich auch gucken, wie viel Gramm in einem Lidschatten ist und das runterrechnen. Ich denke, da ist man dann vom Preissegment her ganz okay dran. Also klar, $65 ist echt ein happiger Preis. Wer solche Farben mag und weiß, ey, das benutze ich, würde ich sagen, kauf sie dir. Die Farben sind schon sehr speziell, muss ich sagen, gerade. Also gut, Gold benutzt man immer mal wieder, aber halt diese so ein Glitter oder diese Duochrome-Lidschatten ist halt immer so eine persönliche Sache, ne? Also ich werde sicherlich öfter die Palette benutzen, weil da eben Farben drin sind, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag eben dieses rotbraune, orange, gelb. Lila sind dann eher Farben, die ich weniger benutze, aber definitiv cool, wenn man einfach mal so ein bisschen Pop of Color haben möchte. Ja, die Lidschatten, die ich benutzt habe, sind gut pigmentiert. Man kann sie einfach ausblenden. Einige Farben sind ein bisschen schwieriger. Also Rot ist zum Beispiel sehr stark pigmentiert, während dieses Lila weniger pigmentiert ist. Und man braucht ein paar Anläufe, um es so in diesem Bereich zu bekommen. Was auch nicht schlimm ist, ich hatte ja eben gesagt, Lila ist immer so ein bisschen schwierig. Eden, die Farbe ist auch, muss man ein bisschen aufbauen, lässt sich aber sehr, sehr gut verblenden. Also alles in allem eine gute Palette, finde ich persönlich. Und eine sehr schöne Palette. Also mein Mann hat es mal runtergerechnet, $3,61 pro Lidschatten. Ich finde, das ist ein guter Preis. So günstig kommt man tatsächlich nicht an Lidschatten in dieser Qualität. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm in einem so einem Plättchen drin ist. Das müsste man noch runterrechnen, aber ganz ehrlich, das ist dann... Also entweder hat man Spaß mit Make-up und hat das Kleingeld übrig und sagt, das kaufe ich mir, oder man lässt es halt. Weil wenn man jetzt alles so runter... auf jeden... Ja, alles so runterrechnet, finde ich, dann macht Make-up irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also ihr wolltet eine ehrliche Review dazu haben. Ich bin zufrieden. Ich habe auch Paletten, die besser ist. Also zum Beispiel meine Modern Renaissance Palette. Da sind alle Farben sehr krass pigmentiert. Die hat natürlich viel mehr Fallout, also die krümelt ein bisschen mehr. Wer die Modern Renaissance Palette hat, braucht vielleicht nicht unbedingt diese. Aber ein Make-up-Junkie braucht wahrscheinlich alle Paletten. Deswegen kann ich da auch niemanden reinreden. Ich persönlich muss sagen, als ich die Palette gesehen habe, hätte ich sie nicht zugeschickt bekommen, hätte ich sie mir, glaube ich, gekauft. Also weil die mich allgemein mehr anspricht als die erste. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu der Palette haben solltet, dann stellt die super gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.